Okay, und weiter geht's. Leider ein bisschen verskillt mit meinen Leuten hier, ein bisschen Ressourcen vergeudet und dergleichen, aber mal sehen, müssen wir mit klarkommen. Das wollte ich nicht. Eigentlich wollte ich nur hier hin. So. Okay, der Jeffim braucht die dringender, die XP. Billy ist in der Show, also nehmen wir mal Binter auf die 4. Genau, dann nehmen wir Eugene auf die 3. Vielleicht Dimitri. Der Angriff geht halt nur auf der 1. Der geht auf beiden. Ja, probieren wir das mal und nehmen Dimitri damit rein. Ja, weiter zum Fragezeichen. Mysteriöses Event. I'm greeted by Charlie Einhorn, senior editor for a weekly news magazine called The Brit. He's doing exactly what we are, trying to figure out what the hell is going on. He says he's convinced further clues lie in the building we're standing next to, but he fears going in alone. Wir sind dabei, Charlie, aber du und ich werden uns die Verfasserzeile für Der Brit teilen. Wir sind dabei und ich verlange nicht mal, dass wir uns die Verfasserzeile teilen. Oh, das ist hier Dings und XP, das andere ist ein Kampf. Wir sind dabei, aber die Story geht an die Stimme Londons und nicht an Brit. Das wäre XP und Loot. Unnötiges Risiko, aber wir können uns dir nicht anschließen, dann wissen wir nicht, was passiert. Meine Leute sind schon ziemlich hoch in Motivation, deswegen ist es eigentlich... Deswegen wäre der Loot vielleicht sogar besser. Andererseits, warum sollten wir die Story nicht mit ihm teilen, wenn er uns darauf aufmerksam macht? Das wäre ein bisschen asso. Also nehmen wir doch das, weil es das Richtige ist. Charlie schlägt ein und gibt zu, dass er mich ein wenig bewundert und dass es eine Ehre ist, mit mir zusammenzuarbeiten. Was für ein Schmeichler. Seine gütigen Worte überschatten den Umstand, dass sein angeblicher Hinweis zu nichts führt. Ja, er führt zu... Zirkusruhm, zur Motivation. Jeffim ist schon fast auf Droge, so motiviert ist der. Gut, 5 XP ist jetzt nicht so der heiße Scheiß, aber Hingabe ist das Wort, genau. Na gut, was haben wir hier? Tante Phyllis sorgt immer für ein bisschen Unterhaltung, vor allem wenn sich Onkel Randy auch nur den kleinsten Fehltritt erlaubt. Well, well, well. If it isn't my sister's husband's sister, I forget. What does that make us, exactly? Something's in law, I'm sure. I'm just here for business with my niece, Randy. Leave. Our niece is currently on her way to... On her way to greet her favorite writer for The Voice. Hello, Aunt Phyllis. Writer? All I do is publish your stories, Amy. Maybe add some fluff, like Randy's stupid circus results. All of it prize-worthy journalism, dear something-in-law. Schwiegerding. Well, I may be under some actual prize-worthy journalism, once I speak with Eli Edwards. Oh? Reminds me. I finally bought my first steam product from his company. Ich weiß nicht, ob das so gut ist oder ob du dann auch zu der Wilden wirst. But the damn control specs are broken. It's useless. Wahrscheinlich fürs, ist ganz gut so. Probably for the best. Ja. I'll be sure to relay your dissatisfaction to Mr. Edwards. It may be the kindest thing I have to say to him. Kampf in der Nacht. Ganz gut, weil ich ja Feuerdings dabei habe. Als der Zirkus Elektrik 1878 seine Pforten öffnete, beauftragte Petey Barnum Eli Edwards damit, sich um die Verwaltungsangelegenheit zu kümmern und all der Ruhm fiel Randolph Masters als Zirkusdirektor zu, als der Zirkusdirektor. Ja gut, das kennen wir schon aus den Interviews. Was für Psychos. Oh, ich starte ja sogar schon mit einem Amazement-Meter. Nochmal um 13% erhöhen meine Hingabe, dann bin ich ja hier voll auf Droge. Aber Heilung wäre besser, weil die sind ziemlich mitgenommen alle hier. Okay, also wir fangen an mit Binta.
Hingabe um 12 oder 27. Aber wir machen eh ganz gut Schaden. Die sind aber ziemlich hingebungsvoll hier, die Leute. Ich glaube, da haben wir sie leichter getötet als über Hingabe vertrieben. Mit 39 bis 43 Schaden, das ist schon ziemlich geil. Auch wenn es nur auf den Ersten geht, aber da ist immer ein Erster. Es gibt immer einen Ersten. 69, auch noch kritisch. Alter Schwede. Nein! Dabei hat er eh schon nicht viel HP. Der muss sich leider heilen, hilft ja nichts. Auch wenn mir dann meine Toilettenrollen ausgehen. Gut, für den sollte es reichen. The crowd loves this one. You amuse me. Kleiner Bastard, okay. Verursacht 29 Schaden, 20% Chance, ein zweites Ziel zu treffen, ist gar nicht verkehrt. Solange das noch geht. Wenn es nur noch zwei Leute gibt, geht's halt nicht mehr. Verringert die Hingabe. Muss jetzt auch nicht sein. Machen wir lieber einen richtigen Hardcore-Angriff. Warte mal. Ich kann doch nur die ersten beiden angreifen. Wieso kann ich auf den dritten gehen? Ah, nicht anvisierbar. Wollte gerade sagen, ich habe nur unten die HP gesehen. Dachte, was? Okay, Let me give you a hand! Okay. Okay, wieder einer weniger. You think that hurt? Bewegt Dimitri an die Front. Was ist eigentlich? Moment, was? Think you stand a chance against this, do you? Genau, so, jetzt haben wir hier die gehen nicht in der Nacht, oder wie? Elektroangriffe? Der geht aber schon, das ist irgendwie ein bisschen komisch. Na gut, egal. Who needs words? Feuerangriffe sind schon super gut. Tag und Nacht. Oh, was war Nummer 2?
Heilt 40% Gesundheit bei allen Verbündeten, das ist richtig gut. Das ist eine lächerliche Animation, aber gut, okay. Also es hat auf jeden Fall richtig reingepasst jetzt. Das war super, dass das jetzt gerade möglich war. Dann können wir die noch ein bisschen zersägen. Thank you for volunteering. Jetzt können wir die auch wieder benutzen aus Gründen. Keine Ahnung, warum das eben nicht ging. 38 reichen auch. Da muss ich kein Risiko eingehen, dass er nicht trifft. Sehr schön. Extra, extra! Seems control spec sure ain't all that cracked up to be. Read all about it! Ohne Kontrollbrillen sind Steam-Geräte nutzlos. Da sonst niemand zur Arbeit erschienen ist, frage ich mich Amelia, ob ich nicht aushelfen könne. Es ist mir natürlich eine Freude, meine liebe Nichte. Das ist eine Rezension meines ersten Steam-Mechanic. Die Nähmaschine. Was? Maschine. Okay. Die Wichtigkeit der Kontrollbrillen musste ich aufs schmerzlichste Art lernen. Sie fragen sich sicherlich, was passiert ist. Meine Kontrollbrille ist kaputt. Sie war bereits kaputt, als sie geliefert wurde. Das Design der Nähmaschine, wie arrogant muss man eigentlich sein, überall seine Initialen unterbringen zu wollen, Eli Edwards. Sehr schön. Kann ich durchaus wertschätzen, aber ohne eine funktionierende Kontrollbrille kann ich das Gerät gar nicht einschalten. Habe ich schon erwähnt, dass meine Kontrollbrille kaputt ist? Ich bin mir im Klaren, dass man Kontrollbrillen ganz einfach ersetzen lassen kann und ich weiß auch, dass Steam diese kostenlos und unbürokratisch ersetzt. Eine Kontrollbrille funktioniert mit jedem Gerät der Firma Steam. Jedoch ist es das Risiko aufgrund des kürzlichen Ausbruchs der Raserei nicht wert, sofern es irgendjemand noch nicht mitbekommen haben sollte. Ich habe gehört, dass es ganz einfach sei, die Nähmaschine mit der Kontrollbrille zu bedienen. Man müsse nur darauf schauen und sich vorstellen, was man nähen möchte. Und schon sei es fertig. Aber davon zu hören, bringt mich meinem losen Knopf zurzeit auch nicht weiter, nicht wahr? Von Phyllis Craig. Na gut. Kenneth kündigt. Stimmt gar nicht, wurde rausgeworfen. Einen Haufen Geld haben wir ausgegeben. Hoffentlich kriegen wir auch wieder Neues hier. Okay. Warte mal, ich hatte doch eben eine Show. Wieso habe ich kein Result bekommen? Und wie schalte ich zum Henker da unten die Slots frei? Okay, also ich brauche einen Unterstützungsakt. Clown oder Magician. Ich habe aber keinen Clown, der... Doch, ich habe ihn. Da brauche ich aber ein Hauptevent, das mit dem Clown klarkommt. Und niemand mag Clowns. Doch, Billy mag Clowns. Billy... Nee, Wladimir kann ich als... Okay, also wenn ich hier Billy reinnehme. Billy mag Clowns. Das heißt, ich kann den Clown hier reinpacken, krieg den Bonus. Dann nehme ich Wladimir als Unterstützungsakt. Gut, die lieben sich nicht, aber die hassen sich wenigstens auch nicht. Habe ich einen anderen Unterstützungsakt? Nee, keinen, der einen Bonus kriegt. Und dann brauche ich einen Eröffnungsakt. Idealerweise ein Feuer... Könnte ich Binta nehmen. Aber dann habe ich halt zweimal dasselbe hier drin. Das ist vielleicht nicht so gut. Also, wenn wir stattdessen sagen, wir nehmen Benny hier als Unterstützungsakt. Nehmen dann Wladimir da oben. Dann haben die eine grüne Verbindung. Dann könnte ich als Eröffnungsakt... Binta nehmen, dann habe ich eine grüne Verbindung. Nee, habe ich nicht, weil Binta keine Kraftprotze mag. Shit.
habe aber auch kein Feuer. Okay, dann müssen wir doch ihn da reinpacken. Dann nehmen wir oben die Billy. Dann nehmen wir als Hauptevent Moment, Billy ist unser Hauptevent. Wladimir nehmen wir hier. Wladimir, habe ich gesagt. Können wir Benny immer noch als Eröffnungsakt nehmen. Da haben wir wenigstens hier noch eine grüne Verbindung. Ist nicht ideal. Ist tatsächlich nicht ideal, weil wir nicht auf 40 Trommelwert kommen. Okay. Wenn wir doch Billy da oben reinpacken. Hier den Clown. Okay, dann können wir Wladimir nehmen. Der mag Feuer. Das heißt, den könnten wir als Eröffnungsakt nehmen. Und dann brauchen wir noch ein Hauptevent. Idealerweise einen, der Clowns mag. Sie verabscheut Clowns. Billy haben wir schon. Okay, Eugene ist zumindest egal. Und wir haben auch vier verschiedene Typen von Darstellern. Das ist auch nicht verkehrt. Der gibt immer 2 Sterne. Vielleicht nehmen wir noch ein bisschen Geld. Ohne Geld bringt mir der Ruhm auch nichts, weil ich die Gebäude nicht ausbauen kann. You'll never forget this! Frische Lichter sind halt ideal. Können wir allerdings nichts mitmachen, leider. Zumindest kann ich ein paar Verbände mitnehmen. Noch irgendwen. Jefim sollten wir dringend heilen. Mal da rein. Dann kann man noch mal im Zug schauen. Okay, Hartley, das ist jetzt nicht so geil. Ich habe auch kaum Geld. Einmal können wir vielleicht. Gut, aber Level 3 ist Billy und so auch bald. Insofern bringt mir das eigentlich gar nichts. Gut. Chauncey. Soweit, so gut. Dann können wir wieder in die Stadt gehen.
Man muss tatsächlich am Anfang sehr aufpassen. Ich habe sehr viel Geld vergeudet und Leute dumm rekrutiert und so, weil da muss man mehr auf die Shows achten am Anfang. Das habe ich leider sehr vernachlässigt, deswegen bin ich jetzt in einem sehr blöden Zustand hier, was meine Leute angeht. Gut, ich wollte hier links rumgehen, ne? Da gibt es ein unbekanntes Event. Da ist so ein Wohltätigkeitsding. Das ist wieder dieses Spiel. Das ist gar nicht so geil, also gehe ich lieber hier rechts rum. Who's the best choice to please the audience this time? Weil das Spiel ist ein bisschen berechenbarer. Hoher Vergnügenswert. Das war, glaube ich, dieser 14er-Wert, ne? Ach nee, unten links. Okay, also nehmen wir Binder. Das Ziel ist 12, also kann es mir eigentlich schon egal sein. We won! But do we think we can do it again? Jetzt probier ich es nochmal mit fortsetzen. Ah! Okay, der ist weg dann, okay. Ach, da oben links bei Ziel. Okay, Drumroll ist jetzt mein Ding. Okay. Da habe ich die 5. Das ist schon okay. Okay, Drumroll und Erstaunen ist weg. Wenn der Ball kommt, wäre es super. Wenn der andere kommt, wäre es ein bisschen blöd. Aber das Ziel ist 4, also haben wir es eh schon. We won. Oh, wir haben auch minus 5. We can do it again. Ich meine, die drei Heildinger wären echt super. Die 19 XP sind eigentlich egal. Die 162 Ruhm sind eigentlich auch egal. Aber die drei Heildinger, die wären super, wenn ich die kriegen würde. Der Verband. Also machen wir nochmal. Nochmal Drumroll. Oh. Ziel ist 7. Nein. Okay, das war nix. Kriege ich nur eine Briefmarke. Ganz toll. Also es ist random, welcher von den vier Werten ist. Es ist nicht so, dass die dann, wenn sie einmal, dass sie nur einmal vorkommen. Und die Minuswerte sind schon echt hardcore. Aber wie gesagt, die Verluste waren jetzt nicht so gravierend. Okay, wir haben Regen. Oh, das bedeutet, unser ganzer Feuerkram ist am Arsch, ne? Damit ist sie ziemlich nutzlos. Heilt ein zufälliges Teammitglied, wenn sie eine Haltung einnimmt. Dann müssen wir das machen. Voller Feger, meine Güte. Elektroangriff geht auch nicht nachts. Da bin ich jetzt schon so ein bisschen ziemlich am Arsch. Not for you. Bis 19. Verringert Hingabe. Ich glaube, ich muss es hier mehr über die Hingabe machen. Thank you.
Upgrade? Der Kampf wird richtig ekelhaft. Weil ich da leider nicht drauf geachtet habe, dass Regen jetzt natürlich mit Feuer scheiße ist. Und ich bin voll auf Feuer hier ausgerüstet. Konter ist aber super. That's not for you. Hier der Clown die physischen Angriffe machen. So weit sind wir schon gekommen, ey. Alter, ihr Konter ist der Hammer. What? You didn't like that? Trifft halt nie, leider. Keine Ahnung, warum sie die Konter macht, ehrlich gesagt. Wahrscheinlich, weil sie hier ihren Super-Level an Motivation erreicht hat. Sie müsste sich aber auch mal heilen. Bringt nicht viel, aber für den hinten hat's gereicht. Okay. That's not for you. Yeah. 15 Schaden oder hier die 7% auf die Motivation, aber dann nehme ich lieber hier den Schaden mit vielleicht. Oder ich booste mal die Präzision, damit der Dicke mal mit seinem Vorschlag ankommt. Genau der richtige Zeitpunkt, dass er hier auch seine Aura bekommt. Die sind halt beide immun. Das ist halt auch so ein bisschen vergeudet. Vielleicht muss ich sie wirklich auf eine andere Position stellen. That's not for you. Nicht viel Schaden, aber muss ja nehmen, was man kriegen kann, ne? Sau gut. Konter getötet. Dann danach direkt nochmal dran. Ja!
19 oder 8 bis 11. Sollte beides reichen, wenn er trifft und er trifft. Da hätte ich fast nicht gedacht, dass das noch gut ausgeht. 1889 war ein ereignisreiches Jahr. Der Tod von Shanda, der Löwenzähmerin, während einer Show im Frühling, gefolgt von der Schließung des Zirkus Elektrik am Sommeranfang und der Gründung von Steam im Herbst. Spektakuläre Nacht. 5 von 7. Folgende Geschenke. Sehr schön. Es ist nicht hoffnungslos, aber fast. Tägliches Guthaben, wieder ein bisschen Geld gemacht, ein paar Flaschen verkauft. Da wieder so eine Sammelkacke gefunden hier, den Buntspecht. Definitiv ein Buntspecht, aber was genau macht ihn jetzt eigentlich so bunt? Ne, auf der Marke nichts, weil das er grün, aber... was haben wir hier noch? Ne, es war nicht Werkstatt, es war auch so Schlafwagen, weil der Platz wieder leer ist oder so. Und ich habe Level-Ups. Eugene, mein guter Freund. Kann ich 10 Punkte hier vergeben? So, Universal ist immer gut. Chance von 45% beim Angriff die Verteidigung zu durchbrechen. Ja, können wir auch drin lassen. Weiß nicht, warum der da geblinkert hat, aber gut. Ja, es wäre doch besser gewesen, am Anfang die Leute zu behalten und so hoch zu leveln oder so. Das war jetzt tatsächlich ein bisschen blöd. Also am Anfang habe ich sehr viele dumme Fehler gemacht. Was ich jetzt streckenweise so ein bisschen recht, aber damit müssen wir jetzt leben. Oh, warte, shit. Ich kann hier einzelne Angriffsarten verbessern. Es war jetzt ganz gut, dass ich den verbessert habe. Dafür brauche ich auch diese Flaschen. Das ist schon mal ganz gut zu wissen. Okay, jetzt muss ich einmal hier kurz durchgehen durch alle. Den Skill könnte ich verbessern. Habe ich eigentlich auch genug Ressourcen? Das machen wir mal. Ja. Na gut, ich habe genug Ressourcen, also können wir den auch mal verbessern. Nicht, dass ich den unbedingt brauche. Ja. Könnte man. Fehlen so grüne Flaschen. Okay.
Theodora behalte ich, weil die hat so einen Stern-Skill. Das ist ganz gut. Schauen wir mal. Da den Schaden erhöhen. Ist definitiv sinnvoll. Sich selbst und ist ein Schritt vorwärts. Ist halt blöd, weil sie muss den Skill halt hinten benutzen. Also ist eigentlich ein dummer Skill. Verringert Hingabe einen Zug. Angreifen nicht möglich, Chance. Ja, ist nicht verkehrt. Okay. Bin da. Hat Level 2. Okay, wir könnten den erhöhen. Da haben wir aber nicht die Ressourcen für. Okay. Ludlow ist Level 2. Vergilt jeden Angriff. Das können wir eigentlich mal machen. Boah, ich brauche auf jeden Fall viele von den grünen Flaschen. Und da muss ich hier nochmal durchgehen. Billy. Level 2. Bewegt sich zur Front, nimmt die Haltung ein. Schadensverringerung erhöht. Hingabe von Billy verringert sich. Das ist so ein Selbstschadenskill. Das ist immer irgendwie blöd eigentlich, wenn man es vermeiden kann. Er ist auch Level 2. Dann können wir auf jeden Fall den verbessern. Bewegt ihn an die Front. Ist nicht verkehrt, weil falls er mal irgendwie nach hinten geschubst wird, muss er halt wieder nach vorne. Dann haben wir Eugene Level 3. Da können wir auf jeden Fall seine Säge hier mal ein bisschen pushen. Mission ist jetzt auch nicht so wichtig. Der wäre noch cool, aber den kann ich nicht. Den ist... Na gut, wenn ich es level... sind die Hingabekosten nicht mehr so hoch. Wird da vielleicht irgendwann sinnvoll, der Skill, auch wenn das jetzt noch nicht ist. Benny ist auch Level 2. Bewegt nicht stationäre Verbündete, ist jetzt auch nicht so wichtig gerade. Da fehlen mir wieder die Flaschen. Ja, man muss von Anfang an mehr auf Leveln setzen. Ich weiß nicht, vielleicht muss ich nach dem Durchlauf nochmal ein Spiel spielen mit höchstem Schwierigkeitsgrad und dann ein bisschen mehr auf die Optimierung achten. Einfach so ein bisschen als Herausforderung an sich selbst. Weil ich habe am Anfang sehr viel Scheiß gemacht mit den Leuten. Weil das Leveln ist echt sinnvoller als zu kaufen. Und man sollte sie auch nur kaufen, wenn sie so einen Stern haben. Auch vielleicht egal, welche Werte sie haben und sie lieber hochleveln. Weil die Sternleute halt einfach wichtiger sind als alles andere. Und ich habe jetzt zu viele andere, die ich jetzt irgendwie mitschleppen muss. So, er ist auch Level 2. Da können wir noch... die Heilung auf jeden Fall. Und die Trompete eigentlich auch. Genau. Und da müssen wir jetzt mal schauen, was wir hier an Flaschen kaufen können, weil viel Geld haben wir nicht. Wir haben alles, was wir kriegen können. Was?
Okay, hier muss ich gehen. Okay. Wobei es jetzt auch wieder so eine Frage ist, die Leute, die jetzt keine Sternleute sind, die sollte ich wahrscheinlich sogar gar nicht leveln. Weil ich die sowieso früher oder später loswerden muss. Das war jetzt schon wieder, auch wieder blöd, habe ich schon wieder vergeudet, dass ich die alle hier jetzt gerade gelevelt habe. So wichtig, den muss ich jetzt nicht leveln, wenn ich nur begrenzte Ressourcen habe. Na gut, den können wir mal nehmen. Weil das ist jetzt der Punkt, die Sternleute sind eigentlich das einzig Wichtige. Alles andere ist eigentlich für einen Arsch. Da hätte ich früher darauf achten sollen und sie dann lieber wirklich hochleveln. Das wäre sinnvoller gewesen. Na gut, also man muss wirklich einmal durchspielen, um zu sehen, worauf es ankommt. Schauen wir mal. Theodora ist eigentlich geheilt. Das heißt, wir können mal hier Ludlow vielleicht... Oder Benny, der hat auch nicht so viel Motivation. So, gut, also, haben wir schon eine neue Show gemacht? Nee, haben wir nicht. Die sind alle nicht mehr so neu, dann nehmen wir die mal. Okay, wir brauchen eine Entfesselungskünstlerin. Warte mal, wieso ist Theodora im Schlafwagen? Benny ist im Schlafwagen. Achso, das Symbol ist irgendwas anderes. Die langweilt sich, oder wie verstehe ich das? Okay, also Entfesselungskünstlerin, da haben wir nur die Theodora. Oder wir nehmen Flammen, dann haben wir die Binta, die kann aber nicht ins Finale. Oder die Billy, die kann aber auch nicht ins Finale, weil sie das falsche Symbol haben. Okay, also müssen wir Theodora nehmen. Und dann brauchen wir ein Hauptevent. Das kann kein Clown sein, weil das mit Theodora nicht passt. Also muss es ein Magician sein. Das kann aber Benny nicht machen. Also muss es Eugene machen. Naja, muss doch Benny machen. Da muss Benny warten, wenn wir holen. Und dann brauchen wir einen Eröffnungsakt, idealerweise einen Krafttyp. Zum Beispiel Wladimir. Oder Dimitri würde... Ne, Dimitri mag keine Magicians, also muss ich Wladimir machen. Your eyes. Don't trust them. Oh, warte mal. Do you believe in magic? You will. Shit. Was war das jetzt? Ich hatte Theodora. Dann hatte ich Benny.
Und dann hatte ich Wladimir, genau. Jetzt wollte ich nämlich mal gucken hier, weil... Ah ne, doch, 6 Sterne. Ich dachte, ich hätte jetzt noch einen Stern übrig gehabt am Ende, dass da nicht 0 stand, aber... Your eyes. Okay. Geistige Umnachtung, einfach ignorieren. Und dann muss ich mal schauen, ob ich stattdessen jemand anderen in den Schlafwagen pack. Ludlow wahrscheinlich, genau. Dann kann der sich erholen. Und ich habe kein Geld, um Leute zu kaufen, also kann ich auch keiner rausschmeißen. Okay, also dann war es das erstmal wieder. Können beim Handwerker nochmal schauen. Lichter gehen leider nicht, also müssen wir mit Rauch vorlieb nehmen. Gut. So, dann brauchen wir hier ein neues Team. Das heißt, wir haben Dimitri. Nehmen wir mal zwei Haut drauf Typen. Billy hat fast ein Level up, die können wir mal nehmen. Vielleicht machen wir es wirklich mal so. Schauen wir mal, was das mysteriöse Event bringt. When we see an airship crash down before us, right here. Its markings identified as the Manrigoth, an infamous air vessel that famously pursued the legendary Hidden Treasure Island a few years ago. So, wir sollten das Wrack untersuchen, ohne hineinzugehen. Das wäre ein Kampf. Wir sollten durch ein Loch in der Steuerbordseite eindringen. Keine Ahnung, was das Herz und das Dingssymbol da bedeuten soll. Zur Captain's Kajüte gibt Loot. Wir sehen, dass wir weiterkommen. Ich weiß nicht, ob das jetzt ein anderer Loot ist hier oder ob das einfach mehr ist. Symbol da links, das erschließt sich mir jetzt nicht, was das sein soll. Captain Kajüte gibt nur Loot. Nehmen wir mal das. Hier gibt es nichts außer einiger verstreut liegender Schilling. Mit Ausnahme eines Feuerballs, der einem der zahlreichen Geheimfächer der Mengragoth entwischt. Wir können von Glück sagen, mit dem Leben davongekommen zu sein, wobei wir uns einige Schrammen geholt haben. Geld und Ruhm und wir haben Leben verloren. Okay, also war das Herz wahrscheinlich einfach, ich nehme Schaden, aber warum sollte man das dann wählen? Ein bisschen strange. Okay, ein Kampf bei Tag ist auf jeden Fall gut. Optimist. Wir sind hier schon direkt wieder super motiviert. ...12% Hingabe. Die 30er könnten wir damit vielleicht kriegen. Schauen wir mal. Wenn die nicht vorher stirbt. Können wir auch nochmal einen Hingabeangriff machen, wenn wir schon... ...zwei Feuerteufel hier dabei haben. Hysterisch die Lache. Ist auch direkt 99%, Alter. Dann hoffe ich, dass deine Präzision auch okay ist. Kannst du dir mal aus den Socken hauen. Lala, werden sie alle blau hier. So muss es sein.
Gut, die kriege ich wahrscheinlich über die Motivation. Also können wir die nochmal. Alter Schwede. Aber selbst vom Zuhören ein Pfeifen im Ohr. Shit, jetzt ist die nach vorne gerückt. Das ist natürlich blöd. Ja gut, da muss er halt sterben. Ich werde auf die hinteren gehen. Wenn ich die vorderen töte, rücken die halt nach. Das ist halt ein bisschen blöd, ne? Hätte man vorher mal dran denken sollen. Verringert die Hingabe um 5%. Ah, das reicht natürlich nicht, ne? Shit. Das wäre jetzt cool gewesen. Oh, es trifft aber alle. Ja dann. Hau rein. Give me real pain. Und nochmal alle 5%, dann ist nämlich die erste direkt weg. Und die anderen haben Schaden genommen, die können wir dann vertreiben mit den Feuerangriffen auch. Ganz deprimiert da unten guckt, ne? Feeling down. Oh, you amuse me. Okay, da ist wieder eine weg. Oh, und die auch. Sehr schön. Auch bekannt als der Zirkusdirektor öffnete Randolph G. Masters auf Geheiß von P.T. Barnum den Zirkus Elektrik im Jahr 1878. Barnum war beeindruckt von elektrischen Gadgets der Show, die von Dr. Oliver H. Mabry entwickelt wurden. What a day, what a day, what a day! 5 von 7, die magische Dimension. Zugabe, 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 brüllte das Publikum. Ekstatische letzte Nacht. Zirkusruhm. Wir haben so gut XP gesammelt. Ein paar Geschenke gab es auch. Was will man mehr? Und wieder 4 Leute. Wenige Einzelheiten zum neuesten Zwischenfall mit den Wilden bekannt. Wir haben wieder ein bisschen Geld gemacht. Okay, Billy. Ja, Billy... Ja, ich habe ein Level-Up, das ist ganz cool. Und ich kann auch die Punkte verteilen, das ist auch ganz cool. Aber es ist halt blöd, wenn man sie nur so begrenzt einsetzen kann. Ich weiß noch nicht, ob ich da jetzt Ressourcen reinstecken will. Winter hat auch ein Level-Up. Sollte auch recht ausgewogen sein, weil man dann auch bei diesen Events mehr machen kann. Schauen wir mal, was es im Zug so gibt. Haben wir hier irgendwas mit Stern? Ash haben wir hier. Thank you.
Gabriel. Der mag auch Clowns und hat nur eine Abneigung. Ich meine, Ash ist ganz cool, aber Fakir und Messerwerfer habe ich halt nicht. Abneigung gegen Bauchredner, okay. Das macht sie zumindest universeller einsetzbar für mich. Da müsste ich aber eine von meinen Mädels hier... 40... 43. Das heißt, ich müsste dann Billy rausschmeißen. Und dafür hole ich mir, einfach nur des Sterns wegen, hole ich mir Ash. Gabriel war auch okay. Muss ich mal gucken, habe ich einen... Wie sieht's denn aus hier mit meinen... Benny, verschwundene Lady. Ja, verschwundene Lady haben wir schon. Okay, also Gabriel bringt mir nichts. Bedella, Bedelia, Flammenfresser. Aber ich habe ja mit Ash jetzt schon eine Feuerspuckerin, die Sterneinsatz kann. Insofern lassen wir das mal. Valeri, Rohrbiegen. Hat halt Abneigung gegen Clowns, ist halt wieder blöd. Deborah. Mag Muskelprotze, ist super. Aber Theodora ist auch schon universell, mag aber keine Clowns. Während ich Deborah gut mit Clowns kombinieren könnte. Das heißt, wir müssen Theodora einmal rausschmeißen und dafür holen wir uns Deborah. Die sind halt Level 1, das ist auch ein bisschen schwierig. Okay, dann müssen wir uns die jetzt nochmal vornehmen hier. Wir haben Ash. Mini-Roboter erhöht die Resistenz gegen Debuffs. Buffs. 15% Chance. Ja, geben wir einfach mal die. Und dann können wir sie hier mal ein bisschen hochpumpen. Also, wir haben hier den Hingabeangriff. Feuerangriff. Können wir mal alles auf Level 3 bringen. Dann haben wir noch Deborah. Physischer Angriff ist immer gut. Schaden und Betäuben ist auch okay. Boostet den Schaden. Boostet die Initiative bis zum Ende des Kampfes. Auch nicht schlecht. Okay. Da haben wir alles auf 3. Bei ihm haben wir alles auf 2. Bei ihm haben wir auch alles auf 2. Bei ihm können wir noch... Was ist denn das?
Bewegt nicht stationäre Verbündete, aber die Ressourcen sind noch nicht so kritisch, also kriegt der Raum mal Level. Den, ja, den müssen wir mal irgendwie ersetzen. Da brauchen wir auch nichts weitermachen. Okay, die anderen lassen wir so. Dann sind wir nämlich schon direkt wieder ein bisschen besser ausgerüstet. Das hätten wir von Anfang an gleich mehr machen müssen. Weil das Hochleveln der Leute ist echt nicht so dramatisch. Ist besser, als sie zu kaufen. Kaufen ist echt nur, wenn sie sterben oder... kritischer Scheiß ist. Okay, gucken wir mal hier. Also, wir haben ein Hauptevent. Clown oder Kraftprotz. Okay, wir haben... ein Kraftprotz mit Wladimir und ein Clown mit Chongsei. Der mag aber keine Kraftprotze, der Clown. Okay, wir könnten aber Wladimir hier reinsetzen. Dann haben wir ein Feuer. Er versteht sich gut mit Feuerleuten. Können wir sie hier reinnehmen? Dann bräuchte man einen Unterstützungsakt der Feuermark. Das haben wir aber nicht. Also müssten wir zumindest irgendwas nehmen, was nicht wehtut. Zum Beispiel hier den Clown. Und dann brauchen wir einen Eröffnungsakt. Okay, da kann ich jetzt nicht Deborah nehmen, weil Chauncey damit ein Problem hat. Aber warte mal, wenn ich die hier rausnehme. Wenn ich jetzt Ash hier reinnehme, dann habe ich da so zwei Sterne, anderthalb jeweils. Wenn ich hier aber Deborah nehme, weil... achso, Wladimir mag Feuer, aber er mag nicht... ah ne, er mag keine Entfesselungskünstler. Okay, also müssen wir es so machen. Ich dachte gerade, wenn die sich gegenseitig, dass das dann irgendwie mehr bringt, aber... wir könnten Benny als Unterstützungsakt nehmen. Nee, der mag kein Feuer. Also müssen wir Deborah als Unterstützungsakt nehmen. Und dann nehmen wir Benny als Eröffnungsakt. Ist jetzt nicht ideal, aber zumindest gibt es keine Abneigungen. Dann nehmen wir hier einmal Rauch. Gehen ein bisschen aufs Leveln. Auf den Ruhm und ein bisschen aufs Geld. Don't forget to buy some popcorn! Gut, so, Handwerker. Können wir ja wieder irgendwas bauen. Cola habe ich noch nie benutzt, also bräuchte ich auch nicht bauen. Scheinwerfer können wir nicht, können wir nicht, können wir nicht. Okay, dann hat sich das schon alles erledigt. Können wir noch mal schauen, ob wir irgendwen noch heilen sollten. Dimitri zum Beispiel. Ja, der hat ein bisschen was eingesteckt. Den werde ich zwar irgendwie ersetzen, weil das, glaube ich, kein Sterntyp war, aber so lange können wir ihn ja noch pflegen, weil wir wissen nicht, wann wir da zum Sterntyp kommen, den wir da als Ersatz reinpacken können. So, und dann müssen wir mal schauen. Also, Dimitri schläft sich aus. Dann nehmen wir Yefim hier als Ersten. Eugene muss eher nach hinten. Binta können wir nach hinten packen. Ludlow ist der Doppelheiler und Chauncey ist der Einfache. Dann nehmen wir mal lieber Ludlow mit. Der ist auch kurz vorm Level up. Oh, warte mal. Da sollte ich jetzt Leute nehmen, die geheilt werden sollten. Das wäre aber auch nur Chauncey. Ja, das ist jetzt so ein bisschen vergeudet, aber... jetzt alle wieder geheilt, auch wenn sie gar nicht verletzt waren, so wirklich. Aber naja, egal. Nächster Kampf. Den machen wir noch in der Folge.
Okay, Hingabeangriff. 35, 31. Nehmen wir den hinten. Weil auch wenn die vorrücken... Wobei der Angriff jetzt auch krass war, aber... Thank you for volunteering. No. Feels good, don't it? Tears of a clown. Hingabe minus 5. Das bringt mir jetzt hier gar nicht so viel. Wenn er Schaden will, kann er Schaden kriegen hier, wenn er Spott verwendet. Tricks hurt. The healing power of laughter. The best tricks hurt. Wenn du das sagst, Meister. Here, catch. Sehr schön. Oh, sehr schön. Die Konterfunktion, wenn sie da Someone wants to play. Hochmotiviert sind, ist gar nicht so verkehrt. Okay, 5% sollte jetzt... Nee, reicht immer noch nicht. 12. Zwölf Hingabe reicht genau. Dann haben wir nochmal die Säge. Die reicht auch. I've modified this trick. Hingabe um 7 reduziert. Da machen wir einfach Schaden. Da kann nämlich der Hau drauf gleich noch was nachlegen. That'll cop the mouse. Reicht noch nicht ganz, aber das haben wir gleich. Genau, da sind wir. This story's so great, it makes me wish I could read. Haus des Horrors, Konsens der Zirkusgeher. Wir haben schon Besseres gesehen, aber wir mochten es trotzdem. 4 von 7. Okay. Billy und Theodora wurden rausgekickt. Geschäftsbericht. Zwei Leute mit dem Level up. Aber Amy, wir haben erstmal Dialog. Did you happen to notice the new tent we erected? I heard noises coming from it. I assume it's some sort of practice tent. Precisely. Except instead of practicing trapeze acts, it's a place to engage with the intricacies of mortal combat. What? And you're not charging admission to the public? Whoa! Now there's an idea.
Übungszelt wurde freigeschaltet. Before the vicious inflict massive pain upon you, try it with a friend. Verwende das Übungszelt, um darin Schausteller zu trainieren. Zugewiesene Charaktere erhalten Erfahrungspunkte. Außerdem kann sich auf höheren Gebäudelevels zufällig eines ihrer Zirkusattribute erhöhen. Das Training verhindert die Teilnahme an Aktivitäten, die sich negativ auf die Charakterhingabe auswirken. Sehr schön. Genau, aber dann schauen wir uns das beim nächsten Mal an und machen auch die Level-Ups und alles andere. Und ja, dann geht's beim nächsten Mal hier weiter. Bis dahin. Ciao.